Hey Leute, es geht weiter mit dem OOT und MM Randomizer. Yo, wir sind im letzten Part durch die ganzen Dungeons durchgeraced und haben alles versucht, alles mitzunehmen. Ein bisschen was haben wir bekommen, aber jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Wir kehren jetzt erstmal nach Majora's Mask zurück, würde ich sagen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo da der aktuelle Stand war. Final Day. Wir haben jetzt die Möglichkeit, selbstständig die Zeit zurückzudrehen. Das ist schon mal sehr viel wert. Ich werde dementsprechend mal ganz kurz mein Geld abgeben. Und ich habe die Überlegung, da wir jetzt den Song of Time haben, möglicherweise ist es jetzt auch möglich, die Zeit zu verlangsamen. Das sollten wir mal ausprobieren. So, also erstmal gebe ich hier Kohle ab. Geldfarm ist hier übrigens auch nochmal so ein Ding, ne? Da kriegt man ja auch noch Items. Vielleicht sollte man das auch einfach nochmal machen. Jetzt gibt er uns wieder Geld, ne? Nervig. So, ja, das geht jetzt, Leute. Krass. Man braucht also erst den Song of Time, dass man das überhaupt machen kann. Okay, das wusste ich nicht. Aber ja, ist ja, im normalen Spiel ist das ja auch überhaupt nicht relevant, das Thema, ne? Weil du hast ja diesen Song automatisch dann, wenn du die Ocarina bekommst. So, wir gehen zurück zum ersten Tag. Und dann verlangsamen wir erstmal die Zeit, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dafür müssen wir dann das Lied nur rückwärts spielen. The first day. Okay, schön. Ba, 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 ba. Okay, Und jetzt einmal Tag langsam machen, ne? Einfach das Lied einmal rückwärts spielen. Fertig. Schön, dann haben wir auch hier erstmal wieder schön Ruhe. Sind wir schön geschmeidig. Geil. Okay. Wir rüsten einmal kurz unsere Maske aus. Ich glaube, Kawais Maske auch gleich mal. Wie war denn das mit der Pilzmaske? Also wir konnten da irgendwie Pilze sammeln im Wald, ne? Aber hatte das irgendeine Relevanz? Konnte man den dann bei der Hexe eintauschen? Ich glaube, ja. Das haben wir, das haben wir. So, wir haben die vier Hauptmasken. Das ist sehr viel wert, auf jeden Fall schon mal. Magie wäre halt nochmal so eine Sache, ne? Die bräuchten wir langsam mal. Ansonsten, oh, ne. Ansonsten geht's uns eigentlich ganz gut. Ich hole mal kurz ein bisschen Geld wieder. Weiß nicht, 200 Rubine. Obwohl, ich hole gleich mal ordentlich. Falls wir irgendwo einen Händler treffen, dass wir was kaufen können. Ich hole mal 500. Huh. So. Tschüss. Und ich würde sagen, wir machen jetzt, wir gehen gleich mal in die Minispiele rein. Denn ich würde gern mal die Minispiele von den Lieblingen machen. Und in den Bergen können wir dann auch nochmal das Minispiel mit dem Bogen machen. Ne, das ist quasi das, was wir auch noch perfekt abschließen müssen. Da gibt es vielleicht dann auch nochmal ein Item für. Macht der schon auf, yo. Rein da. Okay, was ist der erste Tag? Ist Bogenschießen. Das kriegen wir easy hin. Das ist eigentlich super easy. Ah ne, Bobonju ist das erste. Okay. Ich dachte Bogen. Das ist tatsächlich... tricky? I think. Braucht mal ein bisschen Glück. Shit. Das wäre es eigentlich gewesen, glaube ich. Nee, komm, das war doch ein Treffer.
Okay, wir haben es gerade noch so geschafft. Perfekt. Dö. Gut, dann haben wir den Tag nämlich schon mal fertig. Und ich glaube, wir kriegen jetzt so Geld, ne? Wow. Ja, kriegen wir das jetzt jeden Tag? Nur einen Rubin, oder wie? Wundervoll. Ja, jeden Tag muss ich jetzt einmal perfekt machen. Müssen wir uns halt dran erinnern, dass wir am nächsten Tag das wieder machen. So, der hat noch nicht offen, glaube ich. Doch, können wir schon rein. Ist Anju schon da? Anju ist auch am Start. Ich quatsch die gleich mal an mit Karfreismaske. Ich glaube, ich muss das am ersten Tag nach 14 Uhr machen, ne? Und dann muss ich sie mit Karfreismaske anquatschen. Beziehungsweise erst, wenn die den Brief bekommen hat. Genau, das war's. Das heißt, da müssen wir ein bisschen später zuschlagen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr war das? Um 9 Uhr oder so? Wenn der Postbote halt kommt. Okay. Irgendwie so war das. Dann habe ich noch die Idee. Ich glaube, wenn man nämlich das Passwort hier korrekt eingibt und die wussten das vorher nicht. Oder die denken, wir wissen das eigentlich nicht. Dann kriegt man, glaube ich, auch nochmal ein Item. Dementsprechend, ich gebe mal ganz kurz den hier ein. Geh rein, geh wieder raus und ich glaube, dann kriegt man ja normalerweise das Buch der Bomber. Und vielleicht ist das jetzt ein random Item. Also das ist gerade nur eine Idee. Möglicherweise klappt das auch nicht. Es klappt nicht, schade. Ja, hätte ja sein können, oder? Ich finde, das war eine gute Idee. Normalerweise ist das so. Ba, 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 ba. Wir hatten auch irgendwo... Boah, wo waren das? Wir hatten irgendwo schon diese Dame gefunden, wo man das Rennen machen kann mit dem Goron. Wo waren das? Also hier dieses Labyrinthspiel. War es am Strand? Nee, das war in den Bergen, ne? Ich glaube, das war in den Bergen. Okay. Wir gehen mal in die Berge, würde ich sagen. Jo, wir machen das jetzt mal schnell. Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz hier durchrollen. Wir brauchen nämlich Pfeile. Ja, das ist halt blöd, dass wir keine Magie haben. Das ist ja richtig beschissen. So ist das, wenn die Reifen kein Profil mehr haben, Leute. Okay. Oh, ich habe keine Pfeile. Super ärgerlich. Okay, wir holen schnell Pfeile. Das ist so Hassliebe, ne, bei Majora's Mask. Dass halt die ganzen Items resettet werden. Also Pfeile und so, alles auf Null. So. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Man liebt es ja, ne? Merry Christmas. Ja. Genau. Ba, 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 ba. Geht das so? Bam, bam. Ich will nur dein Geld, Junge. So, okay. Und weiter geht's. Dann... Ja, wir gehen trotzdem nochmal in die Berge, oder? Ich mache das mit Anju ein bisschen später. Ich hoffe, das ist dann später noch möglich. Aber es ist jetzt auch kein großer Akt. Ich denke sowieso nicht, dass wir da viel bekommen werden. Ich gehe stark davon aus, dass wir dann einfach ein random Item bekommen und dann hat sich die Sache erledigt. Und das müssen wir dann sowieso noch öfter machen. Also das ist mein Gedanke dahinter, dass das so ist.
So, machen wir das erstmal weg hier. Wir brauchen ja endlich mal dieses Teleportlied, ganz ehrlich. Das würde auch vieles viel einfacher machen. Miau. Miau. Papapapapapa. So, theoretisch, wir haben auch schon mal irgendwo eine heiße Quelle gefunden. Ich glaube, das war in Ocarina of Time. Da könnte man heißes Quellwasser nehmen und könnte ganz schnell hier rein. Und könnte dann auch ein paar Dinge aufschmelzen. Jo, ist aber, so eine Sache. Schöne Musik. Sehr schöne Musik. Okay. Bogenschießen, ne? Ist das hier. Leute, ich würde sagen, das ziehen wir jetzt durch. Ich will ihn perfekt machen. Das könnte ein bisschen dauern. Vor allem, wenn ich so starte. Wahnsinn. Okay, aber ich nehme das einfach mal als Übung mit. Man muss sich halt echt merken, wo die kommen, ne? Sonst hast du da keine Chance. Okay. Weiß gar nicht, kriegen wir da jetzt allgemein noch irgendwie einen Preis, wenn wir über 40 kommen oder so? Okay, das war scheiße. Boah, wie soll man denn die Runde schaffen? Alter! Die Fünfer, die sind ja abnormal. Okay, wir kriegen Geld. Aber Alter, das ist ja, oder? Unnormal. Sagt ihr mir den Preis, den ich bekomme? Papa. Okay. Shit. Ja, bis jetzt eigentlich nicht schlecht. Boah, das wäre sogar der Fünfer gewesen. Shit. Ich hätte es, glaube ich, geschafft. Ich glaube, ich hätte es geschafft, wenn ich nicht die zwei angeschossen hätte, ne? Oh, Leute, ich glaube, ich werde hier mal den perfekten Run einspielen, ja? Wenn ich dann den perfekten Run gemacht habe. Okay, komm. Das wird der Run. Ich fühle es. Das muss schneller gehen. Ich glaube, jetzt kommt der Fünfer Run. Sehr schön. Okay. So, jetzt kommt noch ein Vierer.
Jetzt habe ich schon mal mehr Zeit. Jawohl, wir haben's. Wir haben's. Huh, Leute, boah, das hat schon wieder Nerven gekostet hier. Vor allem ab einem bestimmten Punkt kriegst du auch kein Geld mehr. Das heißt, da machst du nur noch Minus. Okay, komm. Ah, ein Herzteil. Ganz ehrlich, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet von dir, Kumpel. Aber gut, wir haben es abgeschlossen. Schön. So, ist auch schon 12 Uhr. Weiß nicht, ob wir da sagen sollten, yo, wir gehen mal zurück zu Anju. Und holen uns mal das Item ab. Wir machen es ab 14 Uhr, oder? Ich hoffe, die will dann noch was von uns. Obwohl. Ja, komm. Wir machen es ab 14 Uhr, dann kriegt man auch den Schlüssel, glaube ich, nochmal, ne? So, Tingle hatte jetzt nur einen überteuerten Rubin, soweit ich mich erinnere. Was ich auf jeden Fall machen will, ist einmal zum Goron, zum Deku-Händler. Als Gorone müsste der uns was verkaufen. Und dann gehen wir einmal noch hier rein. Und gucken mal, was da drin ist. Hi. So, was? Ach komm. Grüner Rubin für 200 Rubine. Ja komm. Das war ja dann wohl nicht das, was ich haben wollte. Okay, jetzt gucken wir hier nochmal kurz rein. Und checken mal kurz aus, ob wir hier irgendwas Schönes bekommen können. Ist das? Die Schwertmeisterschule. Ja, zumindest kriegt man da auch ein Herzteil normalerweise, ne? Genau, ich muss das mit der Sprungattacke machen. So. Das sollten wir easy hinkriegen. Die Musik ist cool. Was ist denn das? Ich habe wieder nicht aufgepasst. So, noch zwei. Perfekt. Sehr schön. Was kriegen wir? Die Lichtpfeile, genau. Wir kriegen die Lichtpfeile. Ja, brauchen wir halt nicht, ne? Das ist halt auch so ein Item, was wir gerade gar nicht brauchen. Vor allem auch ohne Magie braucht man die halt nicht. So, hier kommen wir auch nicht hoch. Hinten gibt es halt noch so einen Secret Room, aber ich glaube, der ist nicht essentiell, ne? Da gibt es dann irgendeine Schatzkiste, ein Item? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist nicht essentiell für uns. Okay, dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Dann war's das erstmal wieder. Komme ich hier hoch als Corona? Jo. Ja, wir könnten halt, wie gesagt, in den Dungeon könnten wir rein. Da haben wir alles für. Aber wie weit wir da kommen, das ist halt wieder eine andere Sache. Ich würde jetzt erstmal ganz kurz zu Anju zurückkehren. Und, ja, mal gucken. In dem Tempel können wir halt auch noch nicht so viel machen. Da haben wir erst einen Schlüssel. Und guck mal, die Eule habe ich auch noch nicht geschlagen. Das mache ich mal ganz kurz. So. Eigentlich ist das mit der Hasenmaske schneller, glaube ich. Okay, das haben wir. Wir könnten uns jetzt auch ein Pulverfass kaufen. Am Strand. Wenn das gehen sollte. Wir haben ja die Lizenz, oder? Die Pulverfasslizenz müssten wir, glaube ich, haben. Sehen wir das hier irgendwo? Leider nicht. Okay, wir gehen erstmal kurz zurück. Reden mal mit Anju, in der Hoffnung, dass die sich jetzt noch mit uns treffen möchte. Oder ist es dafür jetzt zu spät? Ich hoffe nicht. Weil theoretisch trifft die sich dann mit uns und dann kriegen wir einen Brief. Richtig? I think yes. Da, 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 da. Wir brauchen Magie, ey. Wir brauchen einfach Magie.
Es ist gerade so wichtig, dass wir Magie bekommen. Absolut. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt noch aufnehme. Wahrscheinlich machen wir gerade ein bisschen Überlänge. I'm not sure. So, ich rede erstmal ganz kurz mit Anju. Ah ne, die hat jetzt auch erst die Post bekommen, kann das sein? Nein. Lunge, hier, die Maske. Ja. 11.30 Uhr treffen wir uns, Baby. Und kann ich zufällig... Ich habe ja den Schlüssel schon, theoretisch. Ja. Gib mir mal her. Kriegen wir einfach nochmal ein Herzchen. Okay. Alles klar. Das nehmen wir so. So, jetzt sollen wir uns 11.30 Uhr mit der Schnecke treffen. Bäm, bäm. Ich glaube, ich mache die Zeit erstmal wieder langsam. Schnell. Weil dann, ne, schneller 11.30 Uhr. Wir haben jetzt nicht so krass viel zu tun aktuell. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz... Ja, wir können halt, wie gesagt, in den Dungeon können wir noch rein. Ich glaube, das würde ich erst in einem neuen Tagesflow machen, damit wir mehr Zeit haben. Und wir können halt auch nicht so viel machen ohne Magie in dem Dungeon. Wenn wir Magie hätten, okay, da könnten wir schon mal... Wir haben dann Feuerpfeile, wir haben die Goronhaut, aber ohne Magie ist es halt alles viel weniger wert. Das ist halt einfach so. So, warte mal, ich hole Epona. Ist halt einfach so, leider. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Ja, jetzt haben wir die Lichtpfeile, ne? Ich meine, ist cool. Vor allem sammelst du auch echt schnell Geld damit, glaube ich, ne? Weil du kannst halt mit den Lichtpfeilen, wenn du damit diese Totenköpfe umbringst, kriegst du jedes Mal einen Fuffi. Aber wir brauchen Magie, die wir immer noch nicht haben. Heureka. Und ich laufe gerade falsch. Miau. Ja, und wir müssen auf jeden Fall nochmal den Aufenthaltsort checken von diesen ganzen Steinen. Weil den müssen wir ja allen dieses Schlaflied vorspielen. Einmal in menschlicher Form, einmal in Goron-Form, einmal in Sora-Form und einmal in Deku-Form. Das ist auf jeden Fall ein Ding, das könnten wir jetzt tun. Insofern wir... Stimmt, die Quest mit Marlon können wir theoretisch auch machen, wenn das mit dem Pulverfass klappt. Könnte man tun. Da, 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 da. Das könnte man auch tun. Das könnten wir heute sogar noch auf die Ketten kriegen, wenn ich mich beeile. Aber gucken wir erstmal ganz kurz, was hier drin ist. So, und kann ich jetzt hier ein Pulverfass kaufen? Jo, kann ich. Geil. Powder Gag. Ich wusste nicht, dass das so lustig heißt. Ja, theoretisch können wir damit jetzt sogar mehrere Sachen machen. Also, ja. Ich hole mir erstmal ganz kurz von Marlon den Termin. Ne, Marlon und Kremia. Ich weiß gar nicht, kann ich mit der... Ah, die geht schlafen dann gleich, ne? Kriege ich das auf die Ketten? Warte mal. Ba, 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 ba. Mache ich die Zeit doch wieder langsam. Ja, aber das war doof. Ich hatte aber das auch komplett vergessen. Dass wir das machen können. Ja, dann sprengen wir halt den Felsen weg. Dann können wir das mit der machen. Und dann ist cool. Shit. Was war das denn? Ja, dann können wir nämlich ein paar Items abstauben, ne? Wenn das jetzt alles funktioniert. Wenn. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Okay, wir beeilen uns mal kurz. In der Hoffnung, dass wir das auch irgendwie auf die Ketten kriegen.
weiß nämlich nicht, ob man das vor 6 Uhr machen muss. Weil wir müssen ja auch noch so eine Übung machen, ne, mit ihr. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein verschwendetes Pulverfass dann ist. Schnell! Volle Ladung! Okay. Nee, so. Okay, let's go, let's go, let's go. Du, du, du. Ich komme, Marlon! Warte auf mich! Bitte geh nicht weg! Ich brauch dich! Ah, die macht schon komische Dinge, oder? Oder ist die noch right? Okay. Wir haben die Mini-Quest gestartet. In 2 Minuten 10 Geister töten. In der Zeit läuft auch keine Zeit weiter. Ist ja auch eine mega interessante Musik. Was ist das? Dülü, dülü. Und da ist der letzte. 1 Minute hätte auch gereicht. Mensch. Jodan. Von wem kriegt man eigentlich, kriegt man von ihr nicht auch ein Lied beigebracht? Jo. Ja, da kriegt man noch ein cooles Item. Jetzt können wir uns das auch holen. Wann müssen wir da sein? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Warte, 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 warte. Wir gucken mal kurz in unserem Buch. Wir haben doch einen Termin, oder? Baby. 2.30 Uhr. Geister töten. Oh Gott. Okay, das kriegen wir auf die Ketten. Aber wir haben auch mit Anju einen Termin. Das heißt, es wird ein krasser Zeitplan hier. Das sind Kühe. Kann ich dir was vorspielen? Geben die Special Items? Ich weiß es gar nicht. Ich probiere mal kurz. La 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 la. Und ich glaube, danach werde ich auch mal den... Ich habe ja gar nichts gemacht. Geben die Majora's Mask keine Items? Okay, komm. Night of the First Day. Ja, wir haben 11.30 Uhr Termin mit Anju. Dann kriegt man theoretisch diesen Brief. Und dann haben wir 2.30 Uhr hier den Termin. Kriegt man irgendwie hin, denke ich. Das sollte passen. Vor allem, wenn die Zeit langsam läuft, kein Problem. Ich glaube, das ist auch ganz passend. Dann werde ich nämlich jetzt den Part auch so beenden. Right now. Und werde dann einfach wieder einschalten für euch. Dann 11.30 Uhr, wenn wir uns treffen mit Anju. Und dann gehen wir hierher, killen die Geister. Machen mit Gremia einen Rundgang. Ne? Kriegen dann von Gremia quasi was. Und können dann... Ja, im besten Fall kriegt man halt die Maske. Die Eintrittskarte, diese Milchmaske. Und kann dann noch was kaufen da. Obwohl, ich weiß gar nicht, wo die Milchbar ist. I don't know. Aber die 2 Sachen können wir auf jeden Fall schon mal machen. Ne? Dann ist das weg. Das müssen wir da auch nicht nochmal machen. Jo. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall fett Überlänge geschoben, Leute. Dementsprechend, schauen wir mal. Gerudo Trainings Ground haben wir noch einen Schlüssel bekommen. Richtig nice. Also ich bin sehr happy, muss ich sagen. Und ich werde jetzt einfach hier hinten chillen, werde warten, bis Anju kommt und ihr schaltet dann im nächsten Part wieder ein, wenn es soweit ist. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren, schaut doch mal auf der Website vorbei, da kriegt ihr immer die aktuellsten Infos, könnt neue Projekte vorschlagen, etc. pp. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Leute.